Ein großer Spalt, ich würde sagen 1,60 groß, vielleicht ein Schritt breit. Die Karrenspuren enden allesamt hier. Es gibt dann verdreckte Schaufeln, die hier umherstehen, sodass man dann ja, in den Gang hineingehen könnte. Aber mittlerweile gibt es wohl auch große Berge, die davor stehen, sodass ihr dann über verschiedenen Unrat dann auch hinübertreten müsstet, wenn ihr den Spalt im Molchenbeck betreten wollt. Oh, das ist ja widerlich. Nase zu und durch. Kleine Pfützen, die ihr dann überspringen könnt. Noch nie zuvor gesehene Pilzgeflechte, die dann hier alles überwuchern an zahlreichen Stellen. Aus dem Stein sprießen, modrig scharfer Geruch. Und Beutax wäre vielleicht an anderer Stelle an diesen Pilzen interessiert, aber sie sind sicherlich ziemlich giftig. Wenn ihr hineingeht, gibt es weitere Stellen, die wohl eingestürzt sind, wo dann die Decke runtergekommen ist. Ein bisschen Geröll, über das ihr hinübersteigen müsst. Ein weiteres organisches Geschmier. Denkt daran, dass hier ein Dämon hausen soll. Seid auf der Hut. Bin echt froh über diesen Mantel. Der hat gute Dienste erwiesen. Nicht wahr? Hat die Spektabilität gut rausgesucht. Ja. Es wundert mich, dass ihr Schwert und Stab über solcherlei Artefakte verfügt, aber. Nun, wir konfiszieren allerlei. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Was ist eigentlich mit den anderen Sachen passiert? Liegen die noch im Hotel? Nun, ich hatte euch angewiesen, alles mitzunehmen, was ihr nicht verlieren wolltet. Aber so ein Teppich ist schwer zu tragen. Wäre sehr auffällig gewesen. Dann liegt er wohl noch im Hotel. Nun, den Teppich habe ich natürlich nicht mitgenommen. Das ist ja ein bisschen schwierig zu tragen. Diesen kleinen Buckler, den habe ich aber noch in meiner Tasche untergebracht. Oh, das ist gut. Müssen wir darauf hoffen, dass die Belagerung erfolgreich ist und wir dann auch das Gasthaus wieder betreten können. Wenn das alles vorbei ist. Wir müssen hoffen, dass Rafim und seine Leute das Gasthaus bis dahin nicht abgebrannt haben. Ihr könnt doch mit Schilden umgehen, oder? Ihr meint mich? Ja. Selbstverständlich. Wollt ihr nicht den Buckler dann nehmen? Sagt mir noch einmal, wozu er gut ist. Nun, er beinhaltet einige Aufladungen des Invercano, mit dem ihr Zauber abwehren könnt. Zurückspielen auf den Urheber. Aber abwehren erscheint mir doch hinreichend preisgefällig. Ich werde ihn nehmen. Muss ich etwas sagen oder tun oder ihn irgendwie halten? Nun, ihr müsst ihm den Zauber entgegensetzen. Rechtzeitig. Quasi abfangen mit eurem Schild. Nun gut. Ich bin mir sicher, dies wird Also, ihr reist jetzt funktionieren. lange genug mit uns herum. Ihr wisst, wie es aussieht, wenn jemand zaubert. Asabo setzt sich mittlerweile wieder seine Vogelmaske auf mit diesem Schnabel vorne dran, die ihr schon bei Alorath Mangrace im Labor benutzt hattet. Eine hervorragende Idee, dass ich darauf nicht gekommen bin. Ich würde dann jedenfalls auf meinem Rucksack diese Maske rauskramen wahrscheinlich und mir aufsetzen. Während ihr durch die Gänge so ein bisschen weitergegangen seid, es hat sich so ein modernder Gestank eines Seuchenhauses gebildet, der so ein bisschen süßlich in der Luft liegt. Und wenn ihr dann mal so ein bisschen über die Pfützen durchtretet mit dem dickflüssigen und sämigen Eiter, könnt ihr tatsächlich auch den einen oder anderen Toten erkennen, der hier liegt. Schon das die Knochen abgeschabt, abgefressen. Ihr könnt nur noch die Knochen erkennen, die wohl aber auch schon mittlerweile aufgeplatzt sind und denen irgendwie Knospen herausgewachsen sind, als wäre es Frühling. Ihr wisst aber nicht genau, was das für Knospen sind und das interessiert euch auch nicht, während ihr dann über die Knochen hinübersteigt. Seht weiteres Fleisch von Kreaturen voller Geschwüre, könnt weitere Fliegen in der Luft sehen und seid sehr dankbar über die Maske und dass ihr schon durch die Laboratorien abgehärtet seid. Protokoll. Ich hole mein Kettenhemd aus meinem Rucksack und ziehe es wieder an. Ist das nicht mehr geheuer? Fass besser nichts an. Das sieht irgendwie alles nicht gesund aus. Aber mir könnt ihr noch einmal diesen Zauber sprechen, den ihr im Labor gewirkt habt. Den Iolitos? Nun, ich fürchte, er wirkt nur etwas kurzfristig, aber wenn ihr meint, dass es nötig ist. Also, wenn ihr Probleme damit habt, hier zu atmen, und ich könnte euch in
Ja, meine Kleine. Ja, er nickt und würde dann in deinem Bad, beziehungsweise würde dann warten, dass du sie aus dem Bad herausholst. Dann passe ich Blutsam da rein und überreiche ihm langsam die Blutsam. Ja. Ach. Er hätte sich so ein bisschen, als wäre es ein Gegenstand, hätte sich so ein bisschen an sein Gesicht, wird da wohl auch leise ein bisschen was mit ihr murmeln und sie dann auch nach kurzer Zeit weitergeben an Isarun. Ja, danke, danke. Wie seltsam. Ich bin kein Gegenstand. Verzeihung, meine Kleine. Du bist natürlich ein Mitglied unserer Gruppe. Genau. Ganz, ganz wichtiges Mitglied. Ich habe mir noch keinen richtigen Namen für sie überlegt, aber sie hat bestimmt einen. Ich heiße Blütenfee. Blütenfee, Also, Blütenfee ist kein Gegenstand. Nur, dass wir das festhalten. Ja, und währenddessen stritzt du über so eine, ja, krustiges, schmutziges Blut eine Pfütze. Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe, Schwert um 7. Wert um 7. Da. Gut aus. Ja, du kannst diesen Impuls, wieder nach der Fee zu greifen, unterdrücken. Hast ja gerade eben gesagt, dass sie kein Gegenstand ist und dann könnte Isarun sie weiterreichen an Jalan. Ja, bitte, zerquetscht sie nicht. Seid vorsichtig mit den Handschuhen. Ja, natürlich. Sehr vorsichtig pflücke ich ihnen die Fee aus den Händen. Mittlerweile könnt ihr das stetige Tropfen von Wasser über euch hören, unter euch ein weiteres Geräusch oder eher ein Gefühl. Es klingt so, als würden zwei gigantische Mühlräder gegeneinander drehen und eine Beklemmung an euch auslösen. Wie gesagt, ihr könnt es nicht mehr so sehr viel hören, sondern eher in eurem Bauch spüren und ein williges Ziehen in Beutags Bauch kündet die Richtung. Ich glaube, da geht es lang. Vielleicht sollten wir uns hier einmal kurz sammeln und uns vor magischer Entdeckung schützen. Eine hervorragende Idee. Nun, Jalan, ich meinte Goldhand, wie steht ihr dazu? Nun. Ich verstehe die Frage nicht, aber mir. Nun ja, ich müsste einen Zauber oder vorzugsweise Isarun müsste einen Zauber auf euch legen. Seid ihr damit einverstanden? Habe ich euch die letzten 3 Wochen jemals Widerworte gegeben? Nun, ich wollte es nur mal für das Protokoll festhalten, dass ihr euch unangemessen geziemt. Ihr habt recht, verzeiht. Nun, dann werde ich einen Zauber auf euch legen und ich denke, unser guter Sinistra einen auf Sumox. Und natürlich Harkon. Und Blüti. Oder kann Blüti das selbst? Blüti, ich bin Blütenfee. Ah, genau. Kannst du das selbst nicht so verbergen? Was? Dass die großen Bösen... Sie klettert in ein Bad. Oh gut, er hat sich verborgen. Naja, gewissermaßen. Mal schauen. Isarun, ihr dürft mich selbstverständlich verzaubern nach bestem Wissen und Gewissen. Gut. Dann kommt einmal hier ran. Es ist leichter, wenn wir nah beieinander stehen dafür. Natürlich. Schleier der Unwissenheit. Ich würde mir dabei auch Zeit lassen, weil wir jetzt nicht unter Zeitdruck stehen. Ja, richtig. Dann wird sich das nämlich genau ausgleichen. Ich würde hier Jalan auch berühren und dabei ausrufen: Zazamash Igi. Ich würde dabei auf Zeit lassen. Wen hat jetzt Isarun alles verborgen? Asabo und Boltax und mich selbst. Asabo, Boltax, Isarun. Wie ist ihr Schwert, die Probe? Gar nicht. Der Eigen. Mal entdecken.
der ZFP würfeln gegen Sinnesschärfe, Magiegespür etc. Also, oder etc. Also einfach nur um die ZFP Stern. Genau. 2 und 4. Das ist nicht so viel. Das ist echt nicht viel. Wieso waren das bisher immer viel bessere? Weil die da ASP noch zusätzlich hier reinlegen können. Haben. Genau, das machen wir auch eigentlich immer. Ihr habt keine 20 gewürfelt beim letzten Mal. Es sei denn, wir haben tatsächlich da jeweils noch 10 investiert. Genau. Das habt ihr jetzt nicht gemacht, ne? Es gibt, glaube ich, keine Minuskosten für den Zauber. Doch, 2 ASP plus die blockierende ASP muss man jetzt einsetzen. Also 2 ASP kostet der mindestens. Und ihr könntet ihn jetzt einfach wieder fallen lassen und die 2 ASP abschreiben und ihn dann neu machen. Das könnten wir auch machen. Ja, stimmt. Hast du Zauberkontrolle? Habt ihr beide Zauber? Ihr müsst ja wissen. Natürlich. Genau, ihr müsst ja wissen, dass er gut gelungen ist, aber nicht gut gelungen. Dann würde ich den Zauber fallen lassen. Dann kostet euch 2 ASP und dann könnt ihr nochmal neu zaubern für 2 plus irgendwas. Denkt dann später wie Kraftkontrolle und so. Oh, wie viel ASP sonst werden? Ich würde nochmal 10 ASP investieren. Ich werde 8 ASP investieren. Kein Geiz, wenn es gegen Gehäuse geht. Kein Geiz. Hä, wieso hast du das mit minus 4 gewürfelt? Weil sich Zeit lässt. Aber du hast doch einen zusätzlichen mit verzaubert. Ach ja, ich habe vergessen, sorry. Ich war nur gerade verwirrt. Ich dachte, ich habe einen Fehler gemacht irgendwo. Jeder Punkt ist kostbar. Es sei im Übrigen angemerkt, dass ungezielte magische Wahrnehmung, also ein Sichtbereichs. An Sichtbereich oder im generell geblockt wird. Man könnte es auch einzeln machen, sozusagen, aber ist zwar hier auch schwachsinnig. Jeden einzeln zu verzaubern, ist aber Blödsinn. Wow. Ja, gut, den lasse ich jetzt. Pech gehabt. Das ist aber noch nicht mehr. Da sind aber 10 mehr drin, ne? So eine 11, oder? Nee, ich habe nur 8 investiert, also 9 halt. 9. Okay, 9 Sternchen schreibe ich mir auf. Wirkungsdauer Sternchenstunden. Ja, 9 Stunden werde ich nicht brauchen. Und da Sternchen, nicht ja, das wäre Stunden. Zeitlasten und mehrere Gefährten sind aber 3 ZFP, wenn ich enttäuscht, oder? Also minus 4 plus 3 sind minus 1, halbiert sind minus 1 immer noch, oder? Ich verzauber einen mehr als du. Ah, stimmt, plus minus 0, aber denn. Nein. Ach, die sind 6, ich hasse. Ja, alles klar. Guess es. Mach bei mir. Ja, ist gut. Und kriegt man dann Abakus, er ist, glaube ich, schief. Wird nicht besser. Genau. Aber es ist immerhin 12 Punkte jetzt erschwert, weil ich 10 ASP investiert habe. Ja, und 12 Sternchen für dich und Yalan. Ihr habt euch beide halbiert. Okay, ihr könnt tatsächlich erkennen, wie vor euch jetzt der Spalt nach unten abfällt und ihr dann vor einem, ja, so das ist so ein kleiner Vorsprung, es geht 4 Meter tief nach unten, da geht das dann weiter. Asavo geht in die Hocke und springt. Ich werde hinter ihm her springen und dann nehmen wir euch von unten an, Boltax. Mhm. Gut. Gut, Körperbeherrschungsprobe plus 4. Mhm. Und übrige gebliebene Punkte könnt ihr dann von den 4W6 minus 4 abziehen. Solltet ihr also. Sie ist nicht erleichtert, wenn man bewusst springt, oder? Nee, dann gibt es nur SPA, weil es. Ich kann 3 Würfel abziehen, das heißt, ich krieg 1W6 minus 4. Nee, 1W6 minus 4. Nee, genau. 1, nee, du kriegst 4W6 minus 4 und kannst dann 3 dann noch. 3 kannst du dann noch rausziehen, genau. Ich würfel einfach mal 4W6 straight up. Dann nehme ich den 2 minus 4 sind das. Nee, es sind immer noch 2 minus. Nee, du hast die 4, die 5 und die 6 nimmst du raus, dann hast du dann 2W6. Achso, also weil der Modifikator gleich bleibt. Ja, okay. Und dann strecke ich mich nach oben aus, dass Boltax sich halt direkt in meine Hände fallen lassen kann. So genau. Ich bin mit ausgestreckten Händen was 2,50 groß. Wenn er die Bahn noch runterstreckt, sollte das keine Höhe sein. Fehlt noch Abelmir und Isoran. Ist wie immer plus 4 würfeln? Einmal eine plus 4. Dann muss ich auch eine Körperbeherrschung würfeln? Nee, Angst. Passt. Also ich nehme auch euch anderen an, wenn ihr euch einfach einen Moment lang Zeit lasst. Nur so ein Gedanke. Aber springt, okay. Dann bekommt Isoran 23 SPA. Nee, 23 minus 4. Minus 4, genau, Entschuldigung, sind 19 SPA. Also 10 richtige Schadenspunkte. Das ist wahrscheinlich eine Wunde im Bein. Nö, also ich meine, das sind Trefferpunkte und keine Schadenspunkte, oder? SPA. Wo ist das Feld? Also 19 SPA und die Hälfte echte TP. Warte mal, 19 SPA, davon geht aber Rüstung ab.
Er hat SP gesagt, nee, er hat SP gesagt, nicht TP. Ah, okay. Ich habe gerade nachgeguckt, das sind tatsächlich Schadenspunkte. Bei mir wären es dann 8, also 12 minus 4, richtig? 12 minus 4, warte mal, du hast deine Misslungen, ne? Ja, genau. Ich schaue die beiden etwas irritiert an. Ihr hättet einen Moment lang warten können, dann hätten wir euch geholfen. Ja, dann kommuniziert das, bevor ich mir die Hexen breche. Tut mir leid, ich hatte gerade die Hände voller Zwerg. Braucht jemand einen Heiltrank? Nein. Es wird schon gehen. Gut. Voltax, gib mir mal bitte eine Bergbauprobe. Ja, jetzt. Es gibt eine leichte Biegung, die eine führt bergab, die andere berghoch. Problem ist... Ist meine Erleichterung unterirdische Städte? Nein, es ist keine Stadt. Okay, gut, alles klar. Dann nur eine normale Bergbauprobe. Ah, gar nicht so gut. Aber du kannst mit deiner Zwergennase nochmal in die richtige Richtung riechen und du bist der Meinung, auch wenn ihr nach oben wollt, der Gang nach unten wäre jetzt hier die Lösung. Ja, ich denke, wir müssen erst hinab, bevor wir hinaufsteigen können. Ansonsten, nein. Ich denke, da müssen wir lang. Ja, doch. Durchaus Sinn. Weiter hinab? Ja. Gut, ich nehme an, das geht dann irgendwo anders hinauf. Genau. Dann für den Weg. Bitte hier entlang. Mittlerweile gibt es hier keinen Müll mehr. Soweit haben sich die Bewohner von Warung wohl nicht mehr hineingetraut. Aber ihr könnt jetzt wieder Schleifspuren erkennen. Von großem organischem Gewebe, was hier über den Boden geschliffen worden ist. Und den Boden, den Stein über die Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende geschliffen hat und ihn sehr glatt gemacht hat. Wie dunkel ist es? Also wenn ihr jetzt kämpfen würdet, würde ich euch eine plus 5 geben. Ja, das ist die Frage. Also ist es schon dummrig, düster. Es gibt eigentlich keine richtige Lichtquelle zurzeit. Ist es klug, hier Licht zu machen? Und Dämonen sehen im Dunkeln. Ich denke nicht, dass hier noch Wachen stehen. Not. Ach, Licht, wenn ihr es unbedingt braucht. Ich kann noch etwas sehen, aber meine Augen sind anders als eure. Ich denke, ihr müsst kämpfen. Ich bin da die falsche Person. Das war alles, was euch hilft. Hilft euch. Auf der anderen Seite kann ich euch natürlich führen. Durch die Dunkelheit. Sumox, du erkennst mittlerweile mit deiner Dunkelsicht, dass die Wände wohl mit Glyphen beschmiert worden sind. Die sind allerdings auch schon vor vielen Jahrzehnten angebracht worden. Zayat. Gut, kann ich nicht lesen. Diese Glyphen. Zeigt einmal. Hier herantreten. Kann ich aus der Nähe etwas genauer erkennen? Oder ist es so dunkel, dass man nichts sehen kann? Wenn ihr jetzt Licht macht, egal wie, dann sicherlich. Nun, ich würde dann meinen Stab zu einer Fackel machen. Wenn keiner was Gegenteiliges erzählt. Mein Stab würde dann nach kurzen Tocken auf dem Boden zu einer an oberen Teil einer Fackel erscheinen. Ich möchte mich von ihm wegdrehen, wenn er das macht, damit ich weiter ins Semi-Dunkle hineinschaue und nicht direkt in die Fackel. Und dann würde ich diese Glyphen studieren, lesen, probieren. Ja, dann du hast kurz das Gefühl, dass die Schatten sich bewegen, und zwar kurz bevor Abel mir mit seinem Stab auf den Boden getockt hat, als ob sich dort irgendetwas lang geschoben hat. Steht wohl gerade in so etwas wie einer Kammer, die sich jetzt gleich öffnen wird. Große Säulen, die den Riss stützen, und die Glyphen auf Zayat warnen vor dem Kalmoruk, dem Näher oder der Näherin der Leiber. Und Abelmir, was steht da? Hier steht etwas von einem Näher der Leiber. Ich habe so etwas schon mal gelesen, gehört, aber nicht hier und nicht in diesem Zusammenhang. Ich erinnere mich an die Dämonenbrache. Dieser Dämon, dieser
Baum. Nein, das war dieser andere Dämon. Ihr wisst schon. Jetzt drückt euch doch mal präzise Pfeil aus. Und Pfeil und Nadel, der die Leiber zusammengestückelt hat. War nie in der Dämonenbrache, aber ich weiß nicht, wovon wir sprechen. Ach, eine fürchterliche Dämonen aus einer finsteren Domäne. Wir sollten uns beeilen. Schnell raus hier. Ja, Alan, du kannst das über die Kinder gern hören. Ja, vorwärts. Wenn ihr an den Säulen vorbeischreitet, wollt ihr nach vorne oder wollt ihr zurück? Wäre möglich. Und wir müssen hier durch. Wir müssen hier durch. Darun, irgendetwas ist hier. Könnt ihr uns abschirmen? Na, gewiss doch. Guardianum? Ja, Guardianum gegen Dämonen, ich lasse mir Zeit. Hört mich etwas am Ende der Gruppe, um so unseren Rücken abzuschirmen? Ihr könnt immer wieder erkennen, wie wohl große, dicke Fäden über euch entlang ziehen. Und wenn ihr dann mit dem Schattenwurf von Abemir ein bisschen herumspielt, könnt ihr wohl erkennen, dass sich wohl nicht nur über euch, sondern mittlerweile auch neben euch große Spinnen, ein Kokon, ein Bau, große, dicke Fäden entlang ziehen, die hier vor Äonen gewebt und gewoben worden sind. Zu einem großen Teppich. Und dann öffnet sich vor euch ein weiteres Loch, ein Riss, der allerdings sehr viel größer ist. Und es geht auf der anderen Seite, grob 20 Meter entfernt weiter, allerdings viele Meter über euch. Es gibt aber zum Glück ein großes Netz, über das ihr hinüberklettern könntet. Aus dämonischem Teppich. Wie ist die Wand beschaffen? Die Wand ist rissig, zackig, schartig. Da könnte man sicherlich dann entlang klettern. Ja, müsste gehen, aber ist gefährlich. Und am Rand ist das Netz auch nicht so dicht gewoben, sondern vor allem in der Mitte. Aber mir zentralen Punkt. Ihr könnt euren Stab doch dann im Seil werden lassen, oder? Gewiss, ich benötige allerdings einen Ansatzpunkt. Reicht er bis dort hinauf, dann könnte einer klettern und es halten. 10 Schritt etwa. Braucht die Sache 20, ja? 20 Schritt. Isarun, könnt ihr das auch? Können wir die verknoten? Nein, mein Stab hat nicht diese Funktion. Zudem, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Es wurde noch nie probiert, aber es könnte funktionieren. Aber nun ja, wenn Isarun diese Komponente nicht hat. Asavo wird sich ein bisschen abknien und dann mal vor dem dicken Faden dann verstarren, so ein bisschen dran ziehen, zupfen. Ist belastbar. Ist auch nicht klebrig. Ist es klug, an den Fäden einer Spinne zu zupfen? Ich denke, es ist das Letzte, was wir tun sollten. Vor allem, und das Zweitletzte. Das Letzte ist es wohl, uns direkt in ihr Netz zu begeben. Noch sind wir unsichtbar, oder? Wenn wir jetzt entlang klettern, dann wird das uns sicherlich mehr kosten als zuckt mit den Schultern eine Stunde. Wartet einmal. Ich knie mich mal ab und versuche ein Stück dort hinauszuschneiden. Wie ist die Materie denn beschaffen? Was man bei Spinnennetzen beachten muss, nur jeder zweite Faden ist klebrig, der andere ist nur Stützstruktur. Wie gut, dass ihr einen Herr Sindegeweihten dabei habt. Nun, wahrlich, wir sind gesegnet. Das sind dämonische Fäden oder ganz normale Spinnenfäden? Zumindest also wurden sie vom Dämon gewoben. Es gibt Berichte von Myran, nur von den Expeditionen, die von dort gekommen sind, dass es dort wohl eine ähnliche große göttliche Spinne gibt, aber lassen wir das an dieser Stelle. Noch. Naja, gut. Wenn ich dort hochkäme und euer Seil habe mir dort an diesen Knotenpunkt, seht ihr, worauf ich deute, verknote, dann müsste das doch eigentlich gehen, oder? Dann könnte man das Seil hin und her schwingen. Ich müsste meinen Stab, das Seil, immer in der Hand behalten. Ich muss im ständigen Kontakt bleiben, sonst bricht der Zauber ab. Herrje! Isarun, wie ist das denn, wenn ihr so ein Spinnennetz betreten würdet mit eurer Kuppel? Würde die Materie, die der Dämon geschaffen hat, dann verdrängt werden? Normalerweise würde sie verdrängt werden, ja.
Das ist nicht gut. Probiert es doch einmal aus. Ich ein Stück da rausgeschnitten? Es ist, kommt drauf an, wo du schneidest. Es ist dick, also du würdest da. Ich habe mal denselben Faden, den der Sabo gerade gezupft hat. Ja, also der Faden ist ungefähr so dick wie wie zwei Finger von dir. Und du musst wirklich sehr, sehr lange schneiden. Also es dauert ungefähr 2 Minuten, dann hast du das Stückchen durchtrennt. Also sehr reißfest. Wie lang wäre das die maximale Länge, die ich hier rausschneiden könnte an einem Stück? Dadurch, dass es kommt drauf an, ne? Wenn du da jetzt sowas in der Mitte ist es verknotet, also 10 Schritt könntest du da draus schneiden, aber dann ist es noch verknüpft mit den anderen Linien, die sind dann da kreisförmig dann angeordnet. Du hast ja jetzt gerade so ein längliches Stück rausgeschnitten. Nun, wir könnten hier ein hinreichend langes Stück hinausschneiden, es mit Abelmeerseil verknüpfen und dann würde es bis oben hin reichen. Ich halte dies für weniger gefährlich, als uns in ein Netz zu begeben. Ja, ich bin kein Seiler. Ich weiß nicht, kriegt ihr das hin? Abelmeerseil verknotet sich davon selbst, wenn ich mich nicht täusche, oder? Nun, mein Teil schon. Ja, dann kann es sich doch an ein anderes Seil knoten. Richtig. Wieder, ich muss bloß meinen Stab oder das Seil in der Hand behalten. Also müsste der untere Teil von mir befestigt werden, nicht der obere. Nein, den könnt ihr ja festhalten. Und ich halte oben fest. Und die anderen klettern dann hinauf und ihr zum Schluss. Wie gesagt, ihr müsst den oberen Teil von dem Spinnennetz nehmen und den unteren Teil von meinem Stab. Also ihr müsst diese 20 Schritte auf jeden Fall überwinden erst einmal. Selbstverständlich. Einer wird sie überwinden müssen. Ich weiß nicht, ob ich der beste Kletterer von uns bin. Dann würde es funktionieren. Also nochmal zur Veranschaulichung. Ihr steht gerade hier unten und müsst dann hier hoch. Das heißt, ist das auf einer Ebene? Nee, genau. Also das hier ist so ein bisschen leicht versetzt nach oben. Und dieses Spinnennetz führt dann eben von hier unten nach hier oben, so schräg, und das sind dann 20 mit 20 Schritt Entfernung. Und dann könntet ihr entweder hier entlang klettern, was natürlich ziemlich lange dauert, und dann eben 20 Schritt Höhe, oder dann eben direkt hier rüber laufen. Die sieht aber gut erkletterbar aus. Also ich habe mir echt eine flache Wand vorgestellt. Kann man den Boden von diesem, also da drunter, von dem unterhalb dieses Netzes erkennen, beziehungsweise Nein. Die Decke von diesem Netz? Okay, Nein. Also es geht sehr tief runter und sehr weit hoch. Genau.